Und da sind wir auch schon wieder zurück bei Watch Dogs. Beim letzten Mal sind wir erfolgreich aus dem von den Docks geflohen und haben quasi die Auktion ein wenig aufgemischt. Und jetzt wollen wir hier den Laden ein bisschen aufmischen, weil Jax ist von seiner Nanny abgehauen und wollte seine Mutter suchen. Dabei ist er quasi direkt in die Höhle des Löwen gelaufen. Und wir hocken uns mal. Unser Missionsziel ist nämlich, alle Gegner zu töten. Und oder Scharfschütze, wie ich bin, mache ich das hier am besten mit einem Gewehr. Hört er dazu? Weiß keiner? Weiß auch keiner? Gut, wir gehen weiter. So. Alle Gegner. Ja, betreten Sperrgebiet, das mache ich dauernd. Hier ist nichts. Dann gehe ich mal weiter. Was? Was? Wo? So. Wir können das natürlich auch einfach so da durchstürmen. Aber ich mache das gerne auf meine Art und Weise. Einfach mal ein bisschen verdeckt. Okay. Kacke, hat nicht funktioniert. Ach. Aua, aua, aua. Aua. Aha. So nicht. Oben läuft keiner mehr. Nein, hau ab. Okay. Haben wir hier irgendwas in Richtung... Schade. Wie kann er eigentlich gesehen haben, wo ich hingerannt bin? Das geht doch überhaupt nicht. Okay, ich wollte eigentlich nur mal eben. Halt einfach mal rein. So. Haben wir keine Splittergranate? Annäherung. So, könnte funktionieren. Funktioniert gut. Müssen wir noch alle Gegner ausschalten oder hat sich das jetzt mittlerweile relativiert? Ich glaube nicht. Können wir bauen? Halt. So.
Versteck dich dort. Komm her. So, der ist weg. Ach, Leute. Ach. Scheiße. Na klar! Ja, was machst du denn da? Da lief vor eben noch einer. Da! Oh Gott, hier kommen immer mehr Leute, was so. Na klar. Fokus. Wirf mal ein. Hat er gerade nicht eingeworfen. Nimm's! Oh Gott! Kacke! Was? Wo ist denn hier? Oh, da vorne, was soll. Ach! Gott! Bin ich einfach. Habe ich. War ich das falsch, dass ich ständig irgendwo stehen bleibe so? Und eine sichere Deckung haben will? Irgendwie. Scheint das mitunter nicht zu funktionieren. Das ist ein bisschen doof. Huch. Achso, gegen die Verstärkung ankämpfen. Alles klar. Ah. Gut. Ja, ich weiß. Habe ich alles mit. Ah. Nicht. Habe ich mir noch meine Granaten? Jawohl, ja. So, der ist auch weg. Noch mehr? So nicht, Kumpel. Finji Jackson. Ah, ja gut, so kann man es natürlich auch lösen. Aber wenn man sich schlau anstellt, ist das eigentlich gar nicht so schwer. Was haben wir davon? Hey, Grinner. Ah, oh, Drinks umsonst. Yay. Quatsch. Wir haben zu tun. Ja. Wie kommen wir denn da hoch? So, nein, nein, so. Ich bring dich in Sicherheit. Komm mit, Jax. Komm schon. Wir gehen. Jax Gesichtsausdruck. Was habe ich getan? Ich habe sie alle getötet. Was habe ich mir nur gedacht? So bin ich doch gar nicht.
oder? Ich sag mal, du hast ein nobles Ziel, aber die Mittel, mit denen man es... Du hast nur die Mittel, um es durchzusetzen. Viel mehr kann man da nicht machen. Es gibt viel, das ich dir gerne erklären würde. Es tut mir alles so leid, Jax. Es ist nicht einfach. Hör mir zu. Wenn ich es mit den bösen Männern aufnehme, musst du in Sicherheit sein. Das wird mir Kraft geben. Wieder Heiler? Ja, das bist du. Aber das ist nur ein Spiel. Er hat mit uns gesprochen, das ist... Wow. Ich warne Sie. Wenn ich nicht bald von seiner Mutter höre, rufe ich die Polizei. Toll, jetzt haben wir auch noch Zeitdruck. Großartig. Rollenvorbild abgeschlossen. Handschuhfach geplündert, was? Zwing. Oh, so wenig noch. Und jetzt... Los geht's. Ey, scheiße, Mann. Ich musste für deine Aktion bei den Bricks danken. Iraq konnte es nicht glauben. Aber er hat es geglaubt, oder? Ja, hat er. Ey, voll stolz und so. Ich darf ihn auf keinen Fall wieder sauer machen, Mann. Verstehst du? Da ist eine Bar bei Rossi Fremont. Ich lasse etwas im Müll davor liegen. Deine Kabel. Hol sie dir. Hör mal, du hast ihn erschreckt bei der Auktion. Jetzt kommt niemand mehr ohne Erlaubnis in die oberen Etagen, mich eingeschlossen. Wir sind diskret. Ach komm, Mann. Fuck. Eine Waffe, weg hier! Ja, dann müssen wir wohl mit Irek... Ich bin hier voll... Da rum, da hoch, da lang. Dahin. Drücken können wir hier nichts. Ich verstehe immer noch nicht, was das mit diesen Beobachtungsdingern auf sich hat. Was? So. Was haben wir hier? Es geht hier lang. Da hoch kommen wir so nicht. Dann geht's hier wieder runter. Geht da lang. Da hoch. Was? Mehrere. In einer Apokalypse zu Survival Group. Das ist auch interessant. Wenn man da geht's hoch. Okay. Dann geht's da runter. Ja, das Ding macht die Tür auf, aber ich weiß nicht, wie ich die Tür aufkriegen soll. Also wie ich das Ding aktiviere. Und ich nehme diesen schicken Wagen hier. Brüm, brüm. So, dann würde ich gerne noch... Ach nee, komm. Wenn der schon so preisgünstig da rumsteht, dann nehmen wir noch den da vorne. Ha, nehmen wir den. Ich will einsteigen. Lass mich einsteigen. So. Ich geb's vielleicht betrunken. Mach die vom Acker. Oh, der ist schwer zu steuern. Ja, ich hoffe mal, dass noch so ein Auftrag auf den Weg kommt. Heute wurde eine Leiche im Dorfstein gefunden. Quellen berichten, dass es sich um eine Mafia-Festung handelt. Das Opfer ist Polizei bekannt und war offenbar kürzlich an einem Raub beteiligt. Verbindungen zur Mafia, dem Chicago South Club, sind sehr wahrscheinlich. Ja. Wie das mit Mafiosi immer so ist. Und es könnte der Crispin sein, ich bin mir aber nicht sicher.
Halt. Ich meine, die Kohle hier will ich mir dann doch nicht entgehen lassen. Mit der können wir uns dann wesentlich fettere Waffen kaufen. Ja gut, dann... Ja, die Sache mit Irak wollte jetzt nicht unbedingt anstoßen. Wir könnten ja mal so ein Gangversteck. Das ist zu weit weg. Das hier machen wir mal. Ups. Da war was. Muss. Wart. War das der da? Nein. Gut, dann eben nicht. Machen wir den Fixer-Auftrag. Ein bisschen die Jugendlichen aufgeschreckt. So. Das Auto muss so schnell wie möglich geliefert werden, mit minimalen Schäden. Das ist doch genau mein Ding. Und ich kenne ein paar gute Abkürzungen. Ein Auto liefern. Okay. Das scheint jetzt nicht so die Welt zu sein. Nachfahren von Sklavenhändlerin. Okay. So, wo sollen wir hin? Da nehme ich auch mal meine... Oh Gott, in einer Minute 30. Das ist... machbar? Ja. Huch. Ja, kein Schaden. Super. Ich achte jetzt auch erstmal nicht auf die lukrativen Ziele. Eigentlich wollte ich nur auf die Straße achten. $5000 stehen auf dem Spiel. Okay. Autobahn fahren, das ist immer eine riskante Sache, wenn man sich beeilen soll. So, Reifen können ja ruhig ein bisschen abgenutzt sein, das ist ja nicht die Welt. Oh, was ich noch ausprobieren muss, ist mich mal direkt auf so einen Dampfrohr stellen und das Ding dann hochjagen. Mit dem Auto am besten, vielleicht fliegen wir da einen Kilometer weit weg. So, knapp 30 Sekunden noch. Und wir haben es auch gleich schon geschafft. Das nächste Ach, das ist so eine Aneinanderkettung. Okay, nächstes Ziel. Dorten hin. Vor allem hat man hier auch immer einen anderen Wagen und deswegen muss man sich immer wieder aufs Neue an die Steuerung gewöhnen. Ich finde es eigentlich ganz gut gemacht, dass die Wagen hier nicht nur eine unterschiedliche Höchstgeschwindigkeit haben, sondern auch mitunter ein ganz anderes Fahrverhalten. Ich meine, so ein Sportwagen, der lässt sich dann auf der Straße deutlich schwieriger kontrollieren als so ein komischer Golf oder was auch immer das hier ist. Damit will ich nicht sagen, dass ein VW Golf komisch ist. Ich mag den Wagen sogar. Aber so im Vergleich mit dem Sportwagen... ja, gibt es da schon ein paar kleinere Unterschiede. Heieiei, huch. Okay, sind... ach so, ach, da oben wird angezeigt, wie viele Ziele man erreichen muss. Ich verstehe. Und das für $5000... das ist nicht wirklich reizvoll, wenn man bedenkt, dass man sich innerhalb von 10 Minuten viel mehr erhacken kann. Den Obdachlosen wollte ich jetzt nicht um... mach die vom Acker da! So. Alles klar.
heiße Ware. Belohnung, $1000. Oder ist das extra? Ich glaube, das war extra. Gut. Wir müssen den Wagen. Gut, dann in der nächsten Folge kommt dann Verbrechen. Ach, dann nehmen wir das auch noch mit. So. Wir nehmen das noch. Das noch. Natürlich können wir den nicht nehmen, weil wir den gerade abgeliefert haben. Nehmen wir uns den Fetten hier. So. Ja, ich fahre da lieber. Luxusuhr gefunden. Ach was. Okay, Seitengasse. Nehme ich an. Sicher. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wo hier irgendwas passieren soll. Alien! Es ist ein Alien! Oh mein Gott! Was hast du genommen? Ich durchschaue dich völlig! Was willst du? Mist! Ach Mann, ey! Der mit seiner bescheuerten Deckungsautomatik, das ist einfach nervig mitunter. Das ist. So, ich würde ihn gerne per Hand niederstrecken. Das wäre super, wenn das funktioniert. Die nehmen wir mit. Ja, ich habe aus gutem Grund eine Waffe. So. 25, 24, wir holen langsam ein. Wir sind ein bisschen schneller als er. So, 12 Meter. Huch! Entschuldigung. ja. Verzeihung. Habe ich mich einfach selbst mit der Granate hochgejagt. Oh Gott, warum ist F und G auch so nah beieinander? Verdammt. Das wollte ich gar nicht. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir jetzt diese Folge mit einem großen Knall. Und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, Watch Dogs mit der Mission. Wo ist denn die? Da. Mit der Mission. Ein Bug oder ein Bug fernsteuern. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.